Savage Hands. Now, who wants to play? Howdy, folks! Welcome to the Pleasure Gaming Canal from Don Rico Fierfiersk. Montana. Big sky country. Der Treasure State. Die Menschen haben viele Namen dafür. Für mich ist es mein Zuhause. Ich habe mein ganzes Leben hier verbracht. Es ist immer noch unglaublich schön. Vielleicht haben wir deswegen nicht gesehen, wie hässlich diese Leute waren. Guten Tag, Bruder. Du verstehst es nicht. Wir alle hielten diese Gruppe für lächerlich. Sie waren anders. Religiös. Militant. Es war eine gottverdammte Sekte. Der Kollaps steht bevor, meine Kinder. Zuerst kauften sie alle Farmen weit und breit. Dann den Radiosender. Und schon bald gehörten ihnen sogar die verdammten Cops. Eine Art souveräner Religionsstaat. Und zwar gleich hier. Vor unserer Nase. Niemand wird uns helfen. Die Regierung kümmert sich einen Scheiß. Wir sind Gott allein. Gott verlangt, dass wir die verlorenen Seelen retten, ob sie Rettung wollen oder nicht. Die Menschen wollen nicht glauben, dass solche Gruppen existieren. Die Leute haben Angst, Mann. Und einige wollen uns schaden. Einige wollen alles zerstören, was wir uns hier aufgebaut haben. Und einige werden uns verraten. Wir wissen nicht, zu was er fähig ist. Ihr Anführer. Joseph Seed. Sie nennen ihn den Vater. Und die in der Außenwelt sind blind. Sie haben keinen Glauben. Sie haben kein Vertrauen. Bitte, nein, 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 nein! Ich zwinge sie zu sehen. Zeit, hier gibt's kein Netz. Wir überqueren jetzt den Henbane. Fuck. Mein Gott. Wir sind offiziell im Peggyland. Wie weit ist es noch? Einen Haftbefehl missachten, Sheriff? Nein, Cameron. Ich will nur, dass du den ganzen Ernst unserer Lage begreifst. Joseph Seed. Das ist kein Mann, mit dem man sich anlegt. Wir hatten schon mit ihm zu tun und das lief nicht immer glimpflich ab. Und manchmal ist es besser, es gut sein zu lassen. Ja, nun, die Gesetze gibt es nicht ohne Grund, Sheriff. Und Joseph Seed wird das auch begreifen. Brad, ich brauche Verbindung zur Leitstelle. Whitehorse an Leitstelle, over. Aaron, ich höre. Wir nähern uns dem Anwesen, Nancy. Over. Roger, Sheriff. Wollt ihr das wirklich durchziehen? Over. Wir, unglücklicherweise, versuchen wir immer noch, den Marshall zur Vernunft zu bringen. Over. Alles klar. Er hat Glück, dass ich nicht da bin. Lasst mich wissen, wenn es Probleme gibt. Over.
Verstanden, over and out. Vielleicht hätten wir lieber Nancy mitnehmen sollen als den Neuen. Vor ihr hätten die Peggys Angst. Fred! Warum nennt ihr sie immer Peggys? Project at Eden's Gate, PEG, Peggys. So nennen sie die Einheimischen. Ja, vor ein paar Jahren fing alles ganz harmlos an, aber jetzt sind sie bis an die Zähne bewaffnet. Und zu allem bereit. Höre ich da Angst, Sheriff? Da wären wir. Das Anwesen ist unter uns. Schlechte Idee. Letzte Chance, Marshall. Wir gehen rein. Bring uns runter. Red, hab verstanden. Leitstelle, bitte melden. Ja, Sheriff. Wenn du in 15 Minuten nichts gehört hast, schick jeden Mann, wenn nötig auch die Nationalgarde. Over. Jawohl, Sheriff. Ich werde für euch beten. Aufgepasst! Drei Regeln. Zusammenbleiben, Waffe im Holster lassen und ich übernehme das Reden. Verstanden? Verstanden? Rookie! Alles klar, Leute! Aufpassen! Los geht's! In der Kirche sein. Bleibt an mir dran. Augen auf. Diese Leute kriegen leicht mal einen Schreck. Rookie, zu mir. Locker bleiben. Was wollen die denn hier? Ganz ruhig. Bleibt alle ganz ruhig. Macht einfach euer Ding. Das hier geht euch nichts an. Sheriff, mir gefällt das nicht. Alles in Ordnung, Hudson. Alles ist in Ordnung. Und Gütiger, ihr tragt alle Dienstmarken, oder? Ja, hier draußen haben sie nicht viel Respekt vor Dienstmarken. Meine Waffe werden sie respektieren. Man kann nicht jedes Problem mit einer Kugel lösen, Marshall. Hey, was wird das denn? Wir wollen sowas hier nicht sehen. Wir wollen uns hier ganz ruhig lassen. Ganz ruhig. Fertig, Marshall, lassen. Oh, Marsha. Wir machen das hier auf meine Weise. Ruhig und besonnen. Verstanden? Na schön. Hudson an die Tür, deck uns den Rücken. Lass keinen dieser Leute hier rein. Rookie, folge mir. Und du? Mach einfach keine Dummheiten. Ganz ruhig, Sheriff. Du wirst deinen Namen bald in der Zeitung lesen. Schon werden. Etwas kommt auf uns zu. Ihr spürt es, oder? Dass wir auf den Abgrund zusteuern. Und dass der Tag der Abrechnung kommt. Deshalb haben wir das Projekt begonnen. Weil wir wissen, was als nächstes geschieht. Sie werden kommen. Sie wollen uns alles abnehmen. Unsere Waffen. Unsere Freiheit. Unseren Glauben. Aber wir lassen sie nicht. Sheriff, einen Augenblick, Marshall. Weder wird uns ihre Gier, noch ihre Unmoral, noch ihre Verdorbenheit je wieder Schmerz zufügen. Sheriff, wir bitten. Es wird keine Schmerzen mehr geben. Nur einen Scheiß drauf. Joseph Seed. Ich habe hier einen Haftbefehl gegen Sie. Wegen des Verdachts auf Entführung mit dem Vorsatz der Körperverletzung. Nun, treten Sie vor und lassen die Hände da, wo ich Sie sehen kann. Na? Da sind Sie ja. Die Schlangen in unserem Garten. Und Sie holen mich. Sie kommen, um mich euch wegzunehmen. Sie kommen, um zu zerstören, was wir aufgebaut haben. Nein, Moment! Nehmen Sie die Hand von der Waffe! Abwarten und ruhig bleiben! Ganz ruhig! Jetzt beruhigen wir uns! Wir wussten, dieser Tag kommt. Wir sind darauf vorbereitet. Geht. Los. Gott wird das nicht zulassen. Und ich...
Ich sah, dass das Lamm das erste der sieben Siegel auftat, und ich hörte eines der vier Wesen sagen, wie mit einer Donnerstimme: Komm und sieh! Treten Sie vor! Und ich sah. Und siehe. Ein fahles Pferd. Und die Hölle zog mit ihm einher. Rookie, leg den Mistkerl-Handschellen an. Gott wird es nicht zulassen. Manchmal ist es das Beste, es gut sein zu lassen. Lässt nicht zu, dass ihr mich mitnehmt. Bitte. Ich muss wissen, was da los ist. Leitstelle? Oh mein Gott! Hier ist alles in Ordnung. Niemand muss angerufen werden. Mit seiner Liebe beschützt. Alles entfaltet sich gemäß Gottes großer Plan. Ich bin immer noch hier bei euch. Das erste Siegel wurde gebrochen.
Der Kollaps hat begonnen. Und wir nehmen uns, was wir brauchen. Und wir bewahren, was wir haben. Und wir töten alle, die sich uns in den Weg stellen. Und die Boten des Untergangs werden die Wahrheit erkennen. Wir müssen raus. Lass die Ernte beginnen! Wir müssen so raus. Zum Sägewerk. Ich warte hier. Ich brauche hier Hilfe. Die Sünder könnten überall sein. Hört ihr mich? Wir haben ein Problem am Sägewerk. Behüte mich, Vater. Auf dass sie jene niederstecken, die unserem Projekt schaden wollen. Wir haben die Waffen und die Munition, um den Kollaps durchzustehen. Thank you.
habe sie verloren. Ich sehe einen Wohnwagen in der Nähe. Es liegt meiner langen Brücke. Ich versuche mal da reinzukommen. Falls da draußen noch jemand ist, falls noch jemand lebt. Von denen sitzt in Roys Wohnwagen fest. Wir kriegen ihn. Der Vater wird dafür sorgen. Hältst dich für schlau, aber ich krieg dich. Ich glaube, ich habe was gesehen. Einen Moment. Du wirst nicht so einfach davonkommen. Du bist tot, wenn ich dich krieg. Der Vater wird... Ich bin die Sünderin für den Vater. Ich bin in die Finger. Hat irgendjemand Sichtkontakt? Ich möchte dich also in einem Loch. Thank you.